Hallo zusammen, ich bin hier an der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen. Es ist morgens um 9 und es ist schon richtig kräftig warm. Heute soll es 36 bis 38 Grad werden. Also da gibt es noch viel trinken und im Schatten nachschleichen. Abenteuer Allrad, hier seht ihr den Kleber unseres Ausstellungsanhängers. Da hier von der Messe der Stromanschluss für die 3 Tage ja 300 Euro kostet, haben wir hier unsere Kühlbox, die B46, die haben wir laufen lassen am Dienstag. Mittwoch war ja ein Messetag, da war nicht viel los. Und diese Box wird hier hinten über diese Batteriebox betrieben. Wir haben jetzt von dieser 102 Ampere Batterie 50% gebraucht, also Mittwoch oder Dienstagabend, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Die Box wird hier immer wieder nachgefüllt, dass wir was Kaltes zu trinken haben. Man sieht jetzt hier vermutlich kaum was auf dem Display, weil eben die Sonne brennt. Hier auf dem App sehen wir jetzt, das ist das App der Batterie, dass wir hier 4,27 Ampere brauchen für die Kühlbox. Das ist jetzt aber temporär im Schnitt, wie uns unserem Katalog. Sehen wir, dass die Box bei 5 Grad innen, 32 Grad außen etwa 1 Ampere zieht. Nachts hatten wir jetzt ein bisschen weniger. Wir haben hier keinen Stromanschluss, dafür steht hier eine weitere Batteriebox und eine kleine Nespresso-Maschine, und mit der können wir Kaffee rauslassen, und mit der Kapazität dieser Batteriebox können wir je nach Stückzahlen hintereinander zwischenvorwärmen zwischen 50 und 80 Kaffees rauslassen. Was wir sonst so ausgestellt haben, ihr seht, hier ist auch alles massiv staubig, da kann man jede Stunde mal putzen. Wir haben unsere große 81er, die 2-Temperaturen-Kühlbox. Das ganze Kühlsortiment, hier Schränke im Eck mit externem Aggregat. Der hier hat jetzt einen Verdampfer bzw. ein Eisfach, und dieser Schrank hier hat zum Beispiel kein Eisfach. Auch zur Premiere dieses Jahr, wir haben unsere neuen Kühlboxen auf der ersten Messe. Das ist die B21P bzw. B31P. Und wir haben noch ausgestellt die letzten B30 und B20. Da wird wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Wochen oder vielleicht einen Monat, je nachdem, komplett ausverkauft sein. Wir werden diese Boxen eben ersetzen mit den neuen. Ja, das ist es hier von der Allrad Abenteuer auf Bad Kissingen. Der letzte Tag, und ich wünsche euch einen schönen heißen Sommer, wie es heute werden soll. Hier mache ich euch einen Link zu den beiden neuen Boxen und hier unten einen Link zu der Batteriebox, und ich wünsche euch einen schönen Tag.